hätte Sammy die sich jetzt genommen. Jetzt bin ich wieder hier. Ach, hier, guck mal an. Genau, und jetzt muss ich zum Aufzug, ne? Naja. Der eine tanzt da vorne wieder durch die Gegend. Und ich tanze jetzt einfach mal unauffällig zum Aufzug, wa? Ja, er hat die Karte. Er zieht sie durch und wir fahren eine Etage höher, glaube ich. Gucken wir mal. Hat geklappt. Alles klar. Ein schweren Bereich schon hinter uns, aber ich glaube, einer wird noch folgen. Das ist noch nicht alles, Leute. Bei weitem nicht. Für Sam war Third Echelon immer gleichbedeutend mit dem Wort Wahrheit. Auch nach all dem, was geschehen war, hielt er daran fest. Aber jetzt kam er zurück, als Jäger, als Feind. Als das Einzige, was er sich nie hatte vorstellen können. Und das Seltsame daran? Es war ihm vorherbestimmt. Ich würde mal sagen, genug geladen, wa? Scheinbar hohes Gebäude. Jetzt sind wir da, guck mal an. Oder auch nicht. Oder was hat hier so gedüdelt? Ach, schön. Gut, wir haben den Checkpoint zum Glück. Und sind hier im, ja, Büro, Hauptgebäude, wie auch immer man das nennen möchte. Jetzt müssen wir an der Sekretärin da vorbei. Und hier auch gleich ein kleines Feuerwerk veranstalten. Aber seht selbst. Tut mir leid. Die Büros wurden für Wartungsarbeiten geschlossen. Versuchen Sie es morgen nochmal. Danke sehr. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die Büros sind bereits geschlossen. Ich möchte mit Tom Reed sprechen. Mr. Reed ist zurzeit unabkömmlich. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mr. Sam Fisher. Hab hier mal gearbeitet. Und da zündet er sie. Okay. Jetzt müssen wir uns schnell hineinbegeben, bevor der Notstrom angeht. Lauf, Fischer, lauf! 3, 2, 1, 0. Oh Gott, nö, jetzt wurde der einfach so dumm umgelegt. Okay, so war das natürlich nicht geplant. Epic Fail. Jetzt ist eben die zweite schwere Stelle da, wo wir hineinkommen müssen in die Büros, bevor der Sicherheitsstrom angeht und uns so mal wieder der Weg verriegelt wird. Denn jetzt sind wir entdeckt. Tut mir leid, die Büros wurden für Wartung. Ja, das haben wir schon mal gehört. Ich würde mir wünschen, dass man das überspringen kann. Kann man aber leider nicht. Na gut, dann müssen wir uns das Gelaber von der Dame hier nochmal anhören. Ich möchte mit Tom Reed sprechen. Mr. Reed ist zurzeit unabkömmlich. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mr. Aber jetzt wissen wir, dass es hier zu Tom Reed geht. Wir möchten in sein Büro. Ich meine, Lucius Galliard hatten wir schon, jetzt fehlt noch Reed. Notstrom ausgefallen. Notstrom verfügbar. In 5, 4, 3, 2, 1. Das gibt's nicht, hat er uns wieder umgelegt. Scheiße! Die Sicherheitstüren werden geschlossen. Ich hoffe, ich kann hier gleich meine UMP zücken. Denn mit der 5-7 werde ich hier wohl oder übel nicht drankommen. Nur kann Sammy dann so schnell die Waffe zücken? Ich weiß es nicht. Oder ist es schlauer, dahin zu laufen? Ah, es ist so eine Mission, die ich nicht gerne mache. Die ich auch nie gerne gemacht habe. Auch wenn sie von der Konzeption her sehr schön gemacht ist. Aber es ist hier nicht ganz chillig, was das Durchdrängen angeht. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die Büros sind bereits geschlossen. Mal gucken, vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Mr. Reed ist zurzeit unabkömmlich. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mr. Sam Fisher. Hab hier mal gearbeitet. Sicherheitsalarm. Hauptstrom. Geh durch, Sam, geh durch. Notstrom. Oder warte, bück. In 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Sicherheitstüren werden geschlossen. Die Sicherheitstüren werden geschlossen. Wir müssen uns beeilen, Leute. Nein, da wurde umgenietet. Da wollte ich einen zweiten mobilen EMP zücken. Schade. Aber so ist das scheinbar am Anfang gar nicht mal so dumm, mich dahin zu, ja, da unentdeckt zu bleiben vor dem Kollegen da hinter der Scheibe.
den dann umzulegen und weiterzulaufen. Hier muss ich auch mit den mobilen EMPs arbeiten, ansonsten wird das hier nicht funktionieren. Wir haben nur eine kurze Zeitspanne, in der wir durch sein müssen. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die Büros sind bereits geschlossen. Ich möchte mit Tom Reed sprechen. Mr. Reed ist zurzeit unabkömmlich. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mr. Sam Fisher. Hab ihm mal gearbeitet. Sicherheitsalarm. Hauptstrom ausgefallen. Notstrom verfügbar. In 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Sicherheitstüren sind geschlossen. Nein, rein, Fischer. Verdacht auf... Gib mir deine Waffe, besser gesagt. Hallo? Wir schnappen uns den Kerl. Macht euch bereit. Oh, Scheiße! Der Bereich ist nicht sicher. Ist oh, Mist! Schalt ihn aus. Okay. Und jetzt schnell durch, Fischer. Beeil dich! Wir haben es geschafft. Zum Glück. Okay, ich habe zwar kein mobilen EMP mehr. Sam, aber ich bin durch. Freeman hat seine Position übermittelt. Er wartet irgendwo in einem Büro beim Serverraum. Verstehe. So, und jetzt erwartet uns hier auch noch ein sehr, sehr langer Weg, bevor wir überhaupt hier mal zu Reed kommen. Und auch hier einige Vollpfosten, glaube ich. Ja, die uns hier auch an den Kragen wollen. So weiter, wir müssen diesen Fall entwickeln. Nichts zu sehen. Oh fuck. Fischer wäre auch völlig verrückt, wenn er hierher käme. Kann ich irgendwie Lichter ausschalten? Whatsoever. Scheint nicht der Fall zu sein. Da ist der Trottel. Okay, der ist down. Keiner von den anderen hat's gesehen, oder? Nope. Glück gehabt. Ja, jetzt markieren wir natürlich genial, ne? Kann ich aber allerdings nicht. Wurde entdeckt. Und gut. Ich spiele mal den Feigling und verbiss mich. Fertig machen. Wir gehen rein. Los. Erledige den Kerl. Ja, dann erledigt mich halt. Ich weiß, wo ihr seid. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Er ist noch markiert. Er begibt sich hier nicht hin momentan. Bin auch am Zweifel überhaupt hier so nah kommen wird. Doch, da ist er. Person hat sich versteckt. Findet die Person und tötet sie. Na los! So, was habe ich hier noch für Alternativen? Splittergranate, Blendschock, EMP-Granate. Zwei Guys kommen hier entlang. Der ich für eine Splitter hier gar nicht mal so verkehrt war. Warte mal so durchwerfen. Kopf runter! Netter Versuch, Arschloch! Granate! Gut, schön. Haben wir sie ausgeräuchert. Und da ist immer noch einer. Netter Versuch, Idiot. Ja, schon klar. Kein Kontakt mit... Das ist immer noch einer, das gibt es nicht. Das gibt es nicht, ey. Letzte Granate auch dann noch verwenden. Mist! Scheiße, hat sie ihn erwischt? Da waren die Augen beinahe größer als der Mund. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Kann ich hier deren Waffen mal aufnehmen? Irgendeine vernünftige hätte ich. Gerne, was ist das denn? Die UMP, ja, das ist schon mal was super Vernünftiges. Okay. Gut, weiter vorarbeiten. Ich lasse hier mal die Lichter an. Das ist hier so gesehen alles erstmal ausgeräuchert. Und jetzt gucke ich mal drunter, ob hier irgendwas ist. Ich sehe nichts. Weiter geht's. Noch 27 Meter bis zum Ziel. Wir nähern uns. Sind allerdings noch nicht durch. Serverraum. Wir kommen der Sache näher. Was steht da? Let vigilance be our sword. Und ich höre Kameras. Juhay! Scheiße ist das. Scheiße ist das. Das Gute an der Sache ist, hier muss ich nicht unentdeckt bleiben. Ich kann die Leute einfach auch so ausräuchern. Oder ist halt die Frage, ist das klug, so sehr auf sich aufmerksam zu machen? Vielleicht ist es besser so. Oh, die Cameron, glaube ich, entdeckt, oder? Ich trete in den Arsch. Hörst du?
Scheiße! Ruhe in Frieden. Ja, Ruhe in Frieden, du sagst es. Wünsche ich dir nämlich auch. Kein Fischer kann niemand, hier ist nichts. Sei trotzdem vorsichtig, der Typ ist irre. Und die Kamera entdeckt den zweiten Toten. Und da wird der letzte, glaube ich, ist es auch aufmerksam, wird sich hinbegeben. Und auch er wird in Ruhenfrieden. In Ruhenfrieden, genau. Gute Deutsch, in Ruhen wird er Frieden. Jetzt. Rest in Peace. Ach nö, da ist immer noch einer. Ich wurde jetzt schon mal von einem Cam entdeckt, oder was war das? Hast dich mit dem Falschen angelegt, Scheißkerl! Ja, irgendjemand ist hier noch. Irgendjemand schreit sich hier die Lunge aus dem Leib. Da wüsste ich gerne, wo der ist. Da, komm da. Alles klar. Komm her. Das dürfte nämlich der letzte sein. Oh Mann! Jetzt den Kopf zu erwischen, ist natürlich so ein kleines Abenteuer. Ich warte ab, bis er näher kommt. Okay. Ich glaube, das waren sie hier. In diesem Abschnitt. Hier mal einen Blick um die Ecke werfen, okay. Eigentlich nichts mehr. Ich schalte mal die Kameras aus. Vorsorge halber. Damit wir hier unentdeckt bleiben können. Uns auch ein bisschen, beruhigter umsehen können. Was strahlt denn so hell? Sind das bloß diese Lichter? Dann mache ich die auch aus. Denn, Guys, leider an dieser Stelle ein kleiner Spoiler. Wir werden hier nochmal zurückgehen müssen. Und da ist Licht fehl am Platz. Ne, woher kommt diese Lichtquelle hier? Was ist das? Also es gibt hier scheinbar irgendwelche Lichtquellen, die ich nicht gänzlich eliminieren kann. Sind die denn hier oben oder was? Ja, auch nicht wirklich. Aber wenigstens hier an der Seite mal dunkel machen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Das ist auch aus. 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 Okay. Das ist zumindest schon ein ganzes Stück dunkler und das ist die Hauptsache. Typ muss noch in der Nähe sein. Und wieder ein paar Leute, ach nö. Und es sind jetzt wieder 30 Meter. Bisschen mehr als das vielleicht. Okay. Der erste ist down. Wir gehen vorsichtig weiter. Und sehen auch da wieder zwei. Ich wirf da mal eine Mine hin. Schön. Wunderbar, genau so stelle ich mir das vor. Und scheinbar gibt es ja auch keinen weiteren Widerstand. Sonst hätten die sich schon aufgemuckt und wieder hier rumgegrillt. Hey, ich mach dich kalt, du Wichser. Hey. Okay, gucken wir mal unter die Tür und schauen, ob wir so durchkommen. Wir kommen so durch. Tür auf. Kuckuck, Sam Fischer am Start. Keine feindlichen Einheiten momentan. Wir sind ja auch in so einem Zwischenraum sozusagen. Hier mal drunter gucken. Da sind die toten Jungs. Tür auf. Und durch geht's. Und die Cam hier mal ausmachen. Wo kommen die her? Da ist er. Okay. Auch das war wichtig, dass hier mal die Cam weg ist. So, Lichter sind hier auch aus. Auch das ist nie verkehrt, dafür zu sorgen bei Splinter Cell. So, jetzt sind wir im Serverbüro. Und jetzt müssen wir erstmal zu einer Person, bevor wir zu Reed gehen. Und die ist nämlich hier. Die hat sich hier verschanzt. Gehen wir mal durch. Ja, psst, psst. Sind ja klar. Hier. Hallo. Na du. Hey, sind Sie Freeman? Ja. Ja. Sie sind Fischer, ja? Anna hat mir gesagt, dass Sie kommen. Ich war ein großer Fan von Ihnen, als Sie hier gearbeitet haben. Ein sehr großer Fan. Ich bin gerührt. Und was haben Sie damit? Ich bin gerührt. Ich hab das. Ein UHF-Sonar-Sichtgerät. Besser als das Zeug, das Sie den neuen Splinter Cells geben. Setzen Sie mal auf. Jetzt können wir wunderbar voilà. Gegner durch die Wände beobachten. Dunkeln, durch Wände und was weiß ich nicht alles sehen. Gar nicht übel. Hab es modifiziert.
Es macht jetzt die Lasergitter des Sicherheitssystems sichtbar. Wenn sie einen Strahl passieren, zielt ein Turm auf die entsprechende Stelle. Hab ich so programmiert, sorry. Und noch was. Die richtig guten Jungs haben auch so ein Zeug. Wenn sie die sehen können, können die sie vermutlich auch sehen. Danke. Sie sollten jetzt lieber abhauen. Ich schaff das. Ich sag den Wachen einfach, dass ich auf dem Klo gelesen habe. Die bringen mich dann zurück in mein Büro. Seien Sie vorsichtig. Viel Glück. Jo, danke, Fryman. Jetzt haben wir ein schönes, nettes Hilfsmittel, wodurch wir Gegner auch durch die Wände sehen können. Fischer kann im Serverraum sein. Alle Leute dorthin schicken. Sofort. So. Setzen wir es doch schon mal ein. Auch wenn wir die Jungs hier zwar so sehen, aber trotzdem. Why not? Keine Spur von Fischer. Beeilen wir uns. Die Büros sollen heute Abend leer sein. So, der eine ist schon mal down. Die würde ich jetzt einfach so ausschalten. Da habe ich jetzt auch keinen Bock, da mich lange aufzuhalten. Drei Stück sind's. Der zweite läuft da hinten irgendwo durch die kein Gegend. Kontakt, wiederhole, kein Kontakt. Der ist auch down. Ach, zwei sind's noch. Na, guck mal an. Der eine, die sind alle hinter diesen Servern da. Da komme ich noch nicht ran. Jetzt aber müsste ich gleich rankommen. Zumindest einen von den beiden. Immer noch nicht? So, einer ist auch jetzt down und jetzt haben wir nur noch diesen Kollegen. Ich lock dich mal hier hin, komm mal her. Ja, komm her. Put. Ich schieß mal mit der UMP. Ja, wow. Sieht wie ein Hinterhalt aus. Meinst du? Wo ist er denn? Bereich nicht sicher. Wiederhole. Bereich nicht sicher. Halte Position. Wo ist der Typ? Ach, da hinten. Kommt er irgendwann auch mal vor? Hab Anzeichen dafür, dass der Bereich nicht sicher ist. Ja, Kollege, ist auch nicht sicher. Da kannst du so lange schreien, wie du willst. Ich geh jetzt einfach durch. Es ist mir jetzt Wayne. Es ist eh der Letzte. Halte Position. Es gibt Anzeichen für einen möglichen da Hinterhalt. Da dürfte mir eigentlich nichts mehr passieren. Da ist er. Bereich ist nicht sicher. Halte Position. Alles klar. Und weg sind sie. Und jetzt müssen wir irgendwie wieder den Rückweg antreten. Und genau dafür habe ich vorher die Kameras ausgeschaltet. Das war nicht ohne Grund. Der Typ hat auch noch gesagt, Fryman, dass wir jetzt auf diese Sicherheitsstrahlen achten sollen. Denn wenn wir da durchlaufen, wird sofort ein Geschütz auf uns gerichtet, mehr oder weniger. Auch dafür ist das Sonargerät sehr, sehr gut. Ich gehe mal da entlang. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich es jetzt zu tun habe. Oh nein! Jetzt werde ich mich gleich mit Granaten bewerfen und das ist semi-gut. Ja. Aber das Ziel nicht in Sicht. Ich zück meine UMP, Leute. Granate! Fischer, versteck dich! Wir wissen, was du letztens angetan hast! Los, ich geb dir Deckung! Rücke zur letzten Position! So, einer noch? Nein, der noch. Das waren sie jetzt aber alle. Okay. Wieder Muni aufgehoben und jetzt können wir hier Chili-Milli, ohne von den Camps entdeckt zu werden, durchlaufen. Denn die haben bekanntermaßen ihren Geist aufgegeben. So, mal gucken, ob uns jetzt hier auch noch Einheiten erwarten. Ja, es ist zumindest ein Checkpoint da. Aber ab hier schaltet mein Hirn aber so einen Ticken aus. Dann ist er irgendwo in dieser Glasscheibe, oder? Habe ich mich da verguckt. Sehe noch nichts. Ach ja. Bestätige, der Stromabfall ist vorbei. Müssen rausfinden, was das war. Ah, den würde ich jetzt natürlich hier einen Kopfschuss gerne verpassen. Verdammt. Glaub, ich hab ihn. Überprüf die Position. Ach, du hast mich, ja. Komm halt hier vorbei.
Ist natürlich jetzt doof, dass sie mich gesehen haben. Ich sehe sie schon irgendwo. Wir müssen ihn aufhalten, sonst bringt Reed uns um. Oh.